Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Doppelstadt, meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt wieder eine sehr aktuelle und dynamische Entwicklung, was die Pandemiekrise anbetrifft. Und diese dynamische Entwicklung ist für mich Grund genug, nochmal wieder einmal auf direktem Wege mich an Sie zu wenden, um Sie mit den notwendigen Informationen zu versorgen. Das Infektionsgeschehen ist nach wie vor ungebrochen hoch. Sowohl in ganz Deutschland, teilweise auch in Europa, aber auch in Sachsen-Anhalt und auch in unserer Stadt Dessau-Roßlau. Die Kanzlerin hatte mit den Ministerpräsidenten einen Termin vereinbart, wo es eigentlich wieder neue Festlegungen geben sollte. Dieser Termin ist vorverlegt worden, gerade vor dem Hintergrund der Geschehnisse, und hat am 19. Januar stattgefunden, in dem auch bestimmte Beschlüsse gefasst worden sind, die uns natürlich hier auch berühren. Das Land Sachsen-Anhalt hat auch, wie jetzt in den vergangenen Monaten schon, eine eigene Verordnung erlassen, die uns zwar noch nicht im Wortlaut vorliegt, aber über die wir von Herrn Ministerpräsidenten Dr. Haseloff in einer Telefonkonferenz informiert worden sind. Und ich will Ihnen wenigstens die wichtigsten Informationen dazu geben. Die erste wichtigste Information ist, dass der Lockdown, in dem wir waren, nunmehr bis zum 14. Februar verlängert wurde. Also die Kontaktbeschränkungen, die ja sehr weit gingen, man durfte also nur noch mit einer Person im öffentlichen Raum sein, außerhalb des eigenen Hausstandes, die Schließungen von Gaststätten und Einzelhandelseinrichtungen und auch die Schließung von Schulen wird also weiter verlängert bis zum 14. Februar. Eine weitere wichtige Information betrifft die Mund-Nasen-Bedeckung, also die Masken. Hier wurde festgelegt, dass es keine Stoffmasken mehr geben sollte, sondern nur noch medizinische Masken im öffentlichen Bereich. Und das sind einmal, zeige Ihnen das nochmal kurz, diese FFP2-Masken, die in der Apotheke erhältlich sind, oder wenigstens diese Gesundheitsmasken, die also durchaus üblich sind, die haben Sie sicherlich schon oft gesehen, auch diese sind erhältlich, während dann diese Stoffmasken, die auch von vielen, unter anderem auch von mir verwendet wurden, die sind dann nicht mehr zulässig. Und zwar ist die neue Verordnung ab Montag 0 Uhr dann in Kraft. Also diese Woche wurde noch ein bisschen Zeit gelassen, damit sich alle dann auf die neue Verordnung vorbereiten können. Eine weitere Festlegung ist, dass das Homeoffice dringend gestärkt werden muss. Es gibt jetzt Festlegungen, dass so weit wie möglich in Unternehmen, aber auch in Behörden zum Beispiel, alle die Arbeiten, die man auch von zu Hause aus erledigen kann, dann auch ins Homeoffice gegeben werden. Und es gibt sozusagen eine Umkehr der Beweislast. Also nicht mehr der Beschäftigte muss nachweisen, dass er das zu Hause machen kann, sondern der Arbeitgeber muss nachweisen, dass es nicht zu Hause geht. Das ist neu und wir haben auch bei uns hier im Rathaus dieser Forderung schon bereits seit längerer Zeit Rechnung getragen und haben alles, was auslagerbar ist, dann auch ins Homeoffice ausgelagert. Es wird weiter durch die fortwährende Schließung von Schulen eine Notbetreuung dann in den Kitas und in den Horten geben, was für die Einrichtung auch nicht leicht zu handhaben ist. Was wohl besprochen wurde, aber nicht beschlossen wurde, ist die Verhängung einer allgemeinen Ausgangssperre, so wie sie jetzt in den letzten Monaten in Frankreich zum Beispiel oder auch in Spanien verhängt wurde. Da hat man sich darauf verständigt, dass dies erstmal nicht der Fall sein soll. Allerdings muss ich eine kleine Einschränkung machen. Nach der letzten Verordnung des Landes, die auch weiter in den Passagen in Kraft bleibt, wurde gesagt, dass immer dann, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die 7-Tages-Inzidenz von 200 an 5 aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wird, dann eine gesonderte Rechtsverordnung, die dann von den Kommunen verabschiedet werden müssen, dass die dann zu erstellen ist. Und diese sieht dann vor, das wird also ganz klar gefordert, eine Einschränkung der Mobilität, dass man also über einen Aktionsradius von 15 Kilometern
sich nicht mehr fortbewegen soll. Diese 15 Kilometer gelten allerdings nicht von Tür zu Tür, sondern immer ab der Gemeindegrenze. Und es können weitere Einschränkungen vorgenommen werden, per Rechtsverordnung durch die Kommunen. Das könnte etwa nach sich ziehen eine Ausweitung der Maskenpflicht, zum Beispiel auch auf öffentlichen Plätzen. Es könnte zum Beispiel verhängt werden eine Ausgangssperre, die dann auf die Gebietskörperschaft beschränkt bleibt, oder auch Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen. Die letztgenannten Einschränkungen halte ich allerdings für unsere Stadt weder für erforderlich noch für zielführend, aber man muss es immer anhand der Inzidenz und anhand der aktuellen Lage dann sehen, was dort gemacht wird. Also es kann passieren. Bisher sind wir noch nicht in die Verlegenheit gekommen, eine solche Rechtsverordnung, die schon fertig in der Schublade liegt, herausgeben zu müssen. Wir sind jetzt immer knapp unter der 200 gewesen, aber wenn die Infektionszahlen weiter so voranschreiten, dann muss man damit rechnen, dass es dann in absehbarer Zeit dazu kommt. Ja, es bleibt allgemein der Grundsatz, dass wir unbedingt von den hohen Infektionszahlen auch bei uns in der Stadt unbedingt herunter müssen. Nicht nur der Verordnung wegen, sondern wirklich wegen der Umstände, die es hat. Wir haben zum Beispiel im städtischen Klinikum bei uns durchaus eine kritische Lage erreicht. Die Reserveplätze in den einzelnen Stationen gehen jetzt langsam zur Neige. Auch die Kapazität der Intensivstationen wird immer mehr in Anspruch genommen. Die Lage ist beherrschbar, Sie müssen sich also jetzt keine unnötigen Sorgen machen. Aber wenn die Zahlen weiter ungebrochen ansteigen, dann kommen wir in unserem Klinikum auch in eine kritische Grenzsituation. Und das wollen wir natürlich alle vermeiden, dass wir dahin kommen. Und das Gleiche gilt auch für unser Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt hat ja die Hauptaufgabe, die Kontaktnachverfolgung zu betreiben. Und wir haben in den letzten Wochen und Monaten viele positive Fälle eben durch diese Kontaktnachverfolgung aufdecken und ermitteln können. Aber je mehr Infektionen vorliegen, desto schwieriger wird das natürlich. Wir haben das Gesundheitsamt personell jetzt auf 30 Personen aufgestockt. Wir sind sehr froh, dass wir externe Hilfe haben, von der Bundeswehr zum Beispiel, von den Finanzämtern, von Gerichten, die wir auch nahtlos da einbauen. Dafür sind wir dankbar. Wir haben aber auch räumlich aufgerüstet, wir haben zusätzliche Räume geschaffen, wir haben IT-Anschlüsse verbessert. Aber auch hier gilt, wenn die Zahlen weiter steigen, dann kommen wir auch hier in eine kritische Grenzsituation, die wir nicht gebrauchen können. Ja, meine Damen und Herren, eine zentrale Bedeutung bei der Bekämpfung der Pandemie haben natürlich die vorgesehenen Impfungen. Anfang Dezember des vergangenen Jahres gab das Land eine Impfstrategie für uns heraus und am 15. Dezember hat der Bund eine Verordnung erlassen, wo sehr detailliert und klar drin steht, wie jetzt die Impfungen zu erfolgen haben. Eine Festlegung, die uns stark betroffen hat, war, dass in den kreisfreien Städten und Landkreisen Impfzentren zu errichten sind. Und wir haben es mit hohem logistischen, personellen und organisatorischen Aufwand geschafft, fristgerecht zum 15. Dezember ein solches Impfzentrum herzurichten. Sie haben es wahrscheinlich schon erfahren, es befindet sich in der Anhalt Arena. Und wir haben jetzt aber erstmal dieses Impfzentrum nicht in Betrieb genommen, weil zunächst einmal im Vordergrund stand, das Impfen von Risikogruppen. Und hier gibt die Verordnung des Bundes klar vor, in drei Prioritätsstufen, in welcher Reihenfolge Personengruppen geimpft werden sollen. Und das Kriterium ist natürlich immer die Art der Gefährdung. Sie haben das vielleicht gehört, der Ethikrat in Deutschland hatte da auch Empfehlungen gegeben, die sind, glaube ich, auch aufgegriffen worden. Auch das Robert-Koch-Institut hat dort mitgewirkt. Und
Die erste, die dringendste Kategorie sind die Bürgerinnen und Bürger über 80 Jahre und Bewohner und auch Beschäftigte in Altenpflegeheimen und auch natürlich das medizinische Personal, noch nicht komplett alles medizinische Personal, aber insbesondere diejenigen, die in Kontakt mit Infizierten sind, die damit arbeiten müssen, die also einem erhöhten Risiko auch unterfallen. Und wir haben dann erstmal begonnen, in den Pflegeheimen die Impfungen vorzunehmen, mit dem Impfstoff, der zur Verfügung stand. Und ich freue mich, dass es uns gelungen ist, einmal komplett durchzuimpfen. Sie wissen vielleicht, dass bei dem Impfstoff von BioNTech immer zwei Impfungen im Abstand von 3 Wochen erforderlich sind. Und die erste Runde haben wir sofort durchbekommen, auch mit einem sehr hohen Grad an Menschen, die sich haben impfen lassen. Und wir haben jetzt am vergangenen Montag begonnen, die zweite Impfung zu verabreichen. Und wir sind dort auch sehr gut durchgekommen. Das freut mich, dass wir hier in dieser besonders bedürftigen Gruppe dann schon ziemlich weit gekommen sind. Und in weiteren Abstufungen werden dann weitere Personengruppen, die auch in der Verordnung beschrieben sind, dann weiter mit Impfungen versorgt werden. Ein großes Dankeschön kann ich an dieser Stelle sagen an alle diejenigen, die uns bei diesen mobilen Impfteams unterstützt haben. Das waren einerseits die Ärzte, die also in der Kassenärztlichen Vereinigung organisiert sind, die freiwillig uns zur Seite gestanden haben, die Impfung vorgenommen haben. Oft war auch gleich das Personal aus den Praxen dann mit dabei. Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit und natürlich auch die Kräfte des Rettungsdienstes, die also die Fahrzeuge vorgehalten haben, die Technik vorgehalten haben. Das war insbesondere das Deutsche Rote Kreuz, was uns hier geholfen hat, und auch der Rettungsdienst, den wir in der Berufsfeuerwehr vorhalten. Und auch bei dem Impfzentrum hatten wir tatkräftige Unterstützung. Ich hatte unseren Sozialbeigeordneten Herrn Krause beauftragt, mit einer gesonderten Arbeitsgruppe diese Dinge zu betreiben. Das ist sehr erfolgreich geschehen. Und hier stand auch die Berufsfeuerwehr mit Hilfen zur Seite, insbesondere der stellvertretende Chef der Berufsfeuerwehr, Herr Müller, hat hier tatkräftig mitgeholfen, sonst wären wir nicht in der Lage gewesen, das pünktlich zu machen. Und vielleicht nochmal eine Nebenbemerkung. Wir haben mit dem Dessau-Roßlauer Handballverein, der ja weiterhin Training und Punktspiele hat, das sehr sorgfältig besprochen. Wir kommen uns also gegenseitig nicht in die Quere. Der Trainings- und Spielbetrieb ist unabhängig vom Gesundheitszentrum möglich. Ja, jetzt geht es darum, weiter bei den Impfungen voranzuschreiten, und das gestaltet sich nicht nur in unserer Stadt, sondern deutschlandweit als schwierig, und zwar deshalb, weil wir nicht über ausreichend Impfstoff versorgen, also über Impfstoff verfügen, den wir bräuchten. Wir haben eine Kapazität im Impfzentrum, das wurde mal genau errechnet, von 500 Impfungen pro Tag, die wir dort durchführen könnten. Und davon sind wir weit entfernt, weil wir eben nicht genug Impfstoff zur Verfügung haben. Der Bedarf ist groß, das Interesse ist riesengroß. Wir haben jetzt heute mal ein Zeitfenster freigegeben für die über 80-Jährigen, die also zu Hause noch selbstständig wohnen. Und die ersten 60 Impftermine, die wir zur Verfügung gestellt haben heute, waren innerhalb von 5 Minuten ausgebucht. Das zeigt, dass der Bedarf riesengroß ist, was mich auch freut, dass so viele Bürgerinnen und Bürger bereit sind, sich impfen zu lassen. Auch ich werde mich impfen lassen, wenn dann meine Alterskohorte dann dran ist. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber ich halte das für sehr sinnvoll, jetzt die Impfungen auch in Anspruch zu nehmen. Aber wir werden den Bedarf nicht, zumindest nicht sofort, befriedigen können. Und das macht uns alle unzufrieden, dass wir die Logistik und das Personal bereitstehen haben. Also das Impfzentrum ist funktionstüchtig, aber kein Impfstoff da ist.
Und ich kann sehr gut den Frust verstehen, der jetzt unter den Bürgerinnen und Bürgern herrscht. Ich habe auch Frust, weil wir eigentlich als kommunale Gebietskörperschaften alles getan haben, die Impfung vorzubereiten. Und es wird auch immer mehr Kritik laut an der Art der Beschaffung. Und ich halte zumindest Teile dieser Kritik für berechtigt. Also ob es eine gute Idee war, in einer so wichtigen und eilbedürftigen Angelegenheit wie der Bestellung von Impfstoff, die eher für Schwerfälligkeit und bürokratisches Handeln ins Zwielicht gekommene Europäische Kommission mit der Beschaffung des Impfstoffes zu betrauen, ob das eine gute Idee war, daran sind Zweifel jedenfalls berechtigt. Mir bleibt es also jetzt nur weiter Sie um Geduld zu bitten. Wir tun, was wir tun können. Wir haben morgen mit der Sozialministerin nochmal eine Telefonkonferenz, wo wir nochmal nähere Informationen bekommen sollen. Das Land hat hier allerdings, glaube ich, keine Versäumnisse oder keine Schuld. Alles an Impfstoff, was das Land bekommen hat, ist sofort auf die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt worden, und zwar streng nach dem Einwohnerschlüssel. Also da gibt es auch keine Abweichung, das hat uns Herr Ministerpräsident Haseloff noch einmal ganz klar versichert. Also wir sind dann sehr schnell auch an den Impfstoff gekommen, aber er ist eben insgesamt nicht ausreichend. Und das wird jetzt noch verschlimmert durch Lieferengpässe, durch den Hersteller. Also BioNTech Pfizer hat ja gesagt, dass sie durch Umbau von Fabriken jetzt erstmal nicht die vereinbarte Menge liefern können. Also das wird uns jetzt in der nächsten Zeit nochmal vor ziemliche Probleme stellen. Und wir wollen unbedingt die in der ersten Kategorie genannten über 80-Jährigen, die also nicht in Heimen untergebracht sind, natürlich zügig versorgen. Wir werden einmal eine Anschreibeaktion machen, eine Briefaktion. Wir haben ja alle Informationen hier aus unserem städtischen Meldeamt, dass Sie informiert werden, wie es weitergehen soll. Und daneben haben wir uns noch eine andere Vorgehensweise überlegt, nämlich die Hausärzte in unserer Stadt einzubeziehen in diesen Prozess. Weil wir meinen, dass die Hausärzte am besten wissen, sie kennen am besten ihre Patienten und sie wissen am besten, wo die Eilbedürftigkeit und die Hilfsbedürftigkeit am größten ist. Wir werden das jetzt erstmal testen mit zwei Hausarztpraxen und dann werden wir schauen, wenn das erfolgreich war, werden wir das auch weiter ausdehnen. Und das Tempo, in dem wir das machen können, ist eben, wie schon geschildert, von der zur Verfügung stehenden Menge des Impfstoffes abhängig. Wir haben jetzt beobachtet, und der eine oder andere von Ihnen hat es vielleicht auch leidvoll schon jetzt erfahren müssen, dass die Telefon-Hotline 116, 117 ziemlich überlastet war, weil eben auch die Termine nicht zur Verfügung stehen. Wir wollen an diesem System nichts ändern, sondern hoffen, dass, wenn der Impfstoff da ist, auch diese Telefon-Hotline dann zur Routine wird und man da sich dann einfach Termine für die Impfung geben lassen kann. Ich bitte auch noch mal zu beachten, dass es immer automatisch zwei Termine sind für die erste und für die zweite Impfung, 3 Wochen Abstand. Also man muss immer 2 Termine reservieren und möglichst dann auch erscheinen. Das wäre schade. Sie wissen, dass der Impfstoff schwierig zu handhaben ist, starke Kühlung, und nach der Anmischung muss der sofort verimpft werden, weil er sonst verfällt, und das möchten wir natürlich nicht, dass wir jetzt Impfstoff dann, dass der verloren geht durch nicht sachgemäße Behandlung. Also bitte, wenn Sie Termine haben, nehmen Sie die auch wahr. Das ist wichtig für uns, dass wir das dann geordnet hinbekommen. Ja, meine Damen und Herren, die Gesundheit, das merken wir wieder jetzt bei dieser Gelegenheit, ist ein hohes Gut. Und die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kliniken und in den Heimen, das ärztliche Personal, die Kolleginnen und Kollegen bei uns im Gesundheitsamt,
die Kameradinnen und Kameraden in der Feuerwehr und im Rettungsdienst, sie alle tun wirklich ihr Bestes, jeden Tag, auch an den Wochenenden, auch außerhalb der normalen Arbeitszeiten, um dieses hohe Gut zu schützen. Und meine Damen und Herren, seien Sie versichert, dass wir auch als Stadtverwaltung gemeinsam mit unseren Partnern alles in unseren Kräften Stehende tun werden, um mit Ihnen gemeinsam diese Pandemie erfolgreich zu überwinden und eines Tages, was wir hoffen, wieder in unser normales, gewohntes Leben zurückkehren können. Auch wenn sich das zeitlich natürlich noch etwas hinziehen wird, aber das ist unser Ziel. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und wir halten Sie weiter auf dem Laufenden. Herzlichen Dank.